Folge Nummer 25 von Avorion. Wir sehen hier gerade einen Kampf. Wo war er jetzt? Oder ist schon vorbei? Nö, schon vorbei. Das ging schnell. Schneller Prozess. Oder wie sehe ich das? Kurzer Prozess. Aber naja, wenn weg, dann weg. So, wir müssen Ressourcendepot wollten wir aufsuchen. Welches Reparaturdock? Ne, Ressourcendepot. Das ist da. Und dann gucken wir doch da mal gerade rein, nach den Preisen gerade einfach. Ressourcen handeln. Verkaufen. Und 3,5 ist nicht gut. Das heißt, ich glaube, das machen wir hier dann nicht. Wer ist denn hier der Besitzer? Die Weaxier. Kann das sein, dass es ein schlechter Preis ist? Der Thomas, der wüsste das jetzt. Ich weiß das natürlich wieder nicht, ne? Ja, das war jetzt gerade falsch. Nicht da rein. Da rein. Aber mit denen sind wir doch ausgezeichnet. Hier sind wir gar nicht ausgezeichnet. Okay, ich dachte, wir haben mit Lilis Freibeuter sind wir ausgezeichnet. Hier sind wir nur gut. Das bedeutet, hier verkaufen wir besser nicht. Sondern müssen gucken, wo wir besser verkaufen können. Ne? So, ist ja nicht schlimm. Jetzt die Drohne ist ja erstmal weg. Jetzt haben wir hier noch ein Schiff. Aber da gibt es nur eine Fruchtfarm. Hier ist wer mitten in irgendwo. Hier ist noch jemand. Da gibt es aber nur ein Tor. Da gibt es einen Handelsposten. Und da gibt es leider auch nur ein Tor. So, wir sind jetzt ziemlich weit weg natürlich von unserem nächsten Sprungmöglichkeit zu denen hier. Weil die waren diejenigen, die wir... Ne? Ja... Wir haben jetzt hier gerade mal weg, nochmal I, dann sehe ich auch 14.000. Ach, hier doch Piraten lauter da. Nee, doch nicht, ne? Oder? Nee. Oder habe ich jetzt eben was übersehen? Nein, ich sehe nirgendwo welche. Wir können jetzt aber gerade mal hier reingucken. Vielleicht ist gar nichts mehr da. Kann auch sein, ne? Fällt mir gerade so ein. Ausrüstung handeln, ausverkauft, Verstärkung, Transmitter, Sender der Handelsgilde, Fraktionsgilde. Achso, das waren Karten, wir müssen erstmal umblättern, ne? Titan R, Abwrackgläser, okay. Eisenabwrack. Eisenabwrack, Doppel-Eisen, Doppel-Doppel-Doppel. Hier gibt es jetzt gar keine mehr. Dann ist das jetzt nicht so schlimm. Transportsoftware, Transporter-Software. Quantum, Schützkontrollsystem hier. 1 plus 1. Unbefördergeschütze plus 2, ne? Das wäre jetzt interessant. Kostet aber 25 und wir haben nur 14, also fällt das schon mal flach. Das kostet 7,5. Ja, was haben wir hier überhaupt drin, ne? Das ist die Frage. Gucken wir doch mal. Ne, da bauen ist verkehrt. P ist richtig, ne? So, da. Wir hätten sogar noch einen Platz frei. C43-Detektor. Fortgeschritten Handelssystem. Geschützkontrollsystem haben wir sogar noch eins, aber hier ist schon eins drin, ne? Yep. Wir haben hier noch einen Quantum-Hyperraum und wir haben hier noch einen Geschützkontroll. Ach, wir haben schon zwei, okay. Und das Standardhandelssystem. Was haben wir da noch? Ein Bergbausystem. Ach so, das ist eigentlich ein Miner hier, ne? Unbewaffnete Geschütze plus 4. Das ist Hammer, oder? Was geben wir dem denn jetzt noch mit? Den Hyperraumantrieb, oder? Das ist nur die Frage, was energietechnisch funktioniert. Schiff. Er hat nur zwei hier. Können wir denn da noch mehr Slots bauen? Dann müssen wir das mal gerade... wir können noch mehr Slots bauen, das ist kein Thema. Ob wir nur Waffen haben. Noch mehr, das ist die Frage. Maschinengeschützturm. Dreifach Maschinengeschützturm, dreifach Maschinengeschützturm. Doppel-Eisenbergbau-Geschützturm. Na, mal ein. Jetzt haben wir hier Titan-Air-Bergbaugeschützturm und hier oben Maschinengeschützturm. Dreifach Point Defense. Also haben wir ja reichlich, ne? Dann bauen wir den doch erstmal hier rein. Weil wir es können, ne? So, dann haben wir hier keine mehr, ne? Nein. Dann haben wir noch den. Aber der geht nicht mehr. Du musst das Geschütz auf einem Block mit Titan platzieren. Das können wir da oben dann machen. Oh. Jetzt fehlt es da oben. Jetzt ist die Frage, wie viel haben wir denn? Wie viel können wir denn? B
Wieso geht da einer? Ist doof jetzt, dass der da im Weg ist, ne? Kann ich den aus der Mitte rausziehen irgendwie? Ne, nur drehen. Nicht genügend Slots. So, jetzt haben wir die Slots dann voll. Der ist da jetzt natürlich nicht in der Mitte, ne? Aber ist das wichtig? Das ist die Frage, ne? Hauen wir den nochmal raus. Und ziehen den nochmal rein und holen uns den. Ach, der geht da gar nicht so. Ach so, jetzt verstehe ich. Da unten ist schon Titan. Was haben wir denn hier? Hier haben wir noch ein Eisen, ne? Dann machen wir den doch mal gerade. Da. Na. Dann können wir dann nicht da unten. Ich hätte jetzt den ja gerne hier hingesetzt, aber so wie es aussieht, geht der doch nicht dann. Dann bleibt das so. Okay, Personal fehlt jetzt. Was haben wir da? Vier. Nicht genug für Bärporter, nicht genug Unteroffizier, Moral sind sie überzeit verstechten. Okay, kein Ding. B müssen wir erstmal weg haben. Dann müssen wir P gucken. Wir haben noch vier Besatzungsmitglieder. Wir brauchen einen Unteroffizier. Der ist schon mal gut. Und da reicht's nicht. Noch drei brauchen wir. Wir sind hier an einer Station, wo wir Leute vielleicht holen können. Okay, das war jetzt doof. Andocken. Crew anheuern. Ah, guck mal, da gibt es sogar solche Leute hier. Die heuern wir jetzt an. Drei Bergbaumänner hinzugefügt. Quartiere sind jetzt natürlich das Problem. Ist klar. Ach, die sind schon eingestellt. Wunderbar. Der hat auch einen Kapitän hier drauf. Auch gut. So, das bedeutet Crew-Quartiere 17 von 16 ist einer zu viel. Das bedeutet, wir müssen nochmal in Baumodus und müssen uns noch irgendwo ein Quartier dazu machen. Wir hätten natürlich auch... Ach, machen wir jetzt so, oder? Wie viele Quartiere kommen denn dazu dann? Eine Crew würde passen, genau diesen Raum. Eine Kapitänskajüte würde das werden. Ja, komm, egal, oder? Machen wir da erstmal so hin und fertig. Überbevölkerung ist weg, Schiff ist sehr schwach. Stört uns jetzt erstmal weniger, glaube ich. Und wir würden jetzt mal gucken, was wir weitermachen. Wir sind mit dem Schiff natürlich hier sehr weit. Hier gibt es 336 Asteroiden. Gibt hier nichts, wo man hinsprengen kann. Hatte ich nicht das Hyperraum-Upgrade hier eingebaut? Nochmal, erstmal Karte weg, P. Ach, der lädt nur schneller auf, oder was? Okay, dann... Ich dachte, der würde auch die Reichweite erhöhen, das tut er wohl nicht. Na dann, lassen wir das doch erstmal so, oder? Gut. Ja. Dann will ich auch gar nicht das Schiff betreten. Ich will einfach an die Drohne. Während ich eigentlich hier oben wieder hin müsste, ne? Oder hier. Ausrüstungsdock. Ja, ich glaube, wir versuchen mal erstmal hier gleich in das zu kommen oder sowas, ne? Hier unten ist noch eine andere Fraktion.
Okay. Was machen wir jetzt? Was machen die erstmal alle? Das ist noch eine Frage, ne? Station anzeigen lassen, Tipps verbergen, ja, das ist klar. Assreiter Discover. Das macht zurzeit gar nichts. Der macht wohl auch nichts. Der baut Asteroiden ab. Der baut Asteroiden ab. Der baust Asteroiden ab. Ich weiß nicht, warum der gerade grün war. Und der hat noch ein paar Sprünge vor sich. So, das bedeutet, das ist unser Schiff sowieso gerade. Den schicken wir hier zum Abbauen. Und die Lady bautet ab, baut ab, baut ab, springt noch. Das bedeutet, ich müsste hier eigentlich mal eintauchen, oder? Reiter Discover. So, jetzt in Schiff in Sektor wechseln. Wechselbar. Also der kann da erstmal schon mal fliegen da unten. Der kann ja weiterarbeiten, ne? Macht er ja auch, ne? Ne, das war ja gar nicht. Der da oben ist es. Baut auch Asteroiden ab. Gut, alles gut. Gehen wir in den Sektor. Das ist das hier. Und hier gibt es nix. Schiff als Reiter. Golden Kingdom Gamma. Was sagt die Karte? Da ist Sabbat. Dann würde ich mal sagen. Welche Fraktion ist das hier? IBA, richtig, nicht P. Mit denen sind wir jetzt hier neutral oder was? Okay, das bringt uns also nicht weiter. Schauen wir mal, was wir da machen. Gute Frage, ne? Soll er. Eigentlich könnte der jetzt hier erstmal diese ganzen vielen Blipse noch. Da sind auch noch welche, ne? Komm. Sektor markieren. Sektor markieren. Sektor markieren. Sektor markieren. Hier war auch irgendwo einer, oder? Ah, da. Ah, stopp, knapp daneben ist auch vorbei. In Chat wollte ich nichts schreiben. Das ist nur aus Versehen passiert. Knapp daneben. Haben wir alle markiert? Ich glaube ja, oder? So, jetzt müssten wir eigentlich einen. Also der könnte das ja jetzt auch sein, oder? Gehen wir raus aus der Kelle, gehen wir hier gerade rein. Was hat denn? Ach so, wir müssen, können hier noch was einbauen. Hat der erstmal einen Kapitän? Ja, hat er. Dann braucht er Systeme. Wir haben hier einen Quantum-Hyperschaum, zweimal sogar. Okay. Er braucht den oder den. Den. Schiffskontrollsystem ist drinne. Jetzt lassen wir nochmal gucken hier gerade. Er hat jetzt ein paar Plätze mehr. Aber wir sollten das fest installieren. Und dann noch mehr Plätze. So, da wir hier einen Kapitän drin haben, sollten wir dann das hier auch machen lassen. Wie viel. Ne, P war richtig. Besatzungsmitglieder haben wir. Reserve 1. Super, das reicht nicht ganz weit. Das bedeutet, wir brauchen eine Station, die wir hier, glaube ich, ja gar nicht haben, ne? Nee, leider nicht. Das heißt,
Einmal jumpen. Fangen wir hier unten an. Koordinaten da reingegeben. Wo müssen wir hin? Da oben. Der dreht natürlich gerade ganz träge. Aber kriegen wir auch noch hin, ne? So, tschüss. Einmal gesprungen. Und anderer Sektor. Einmal gucken. Ressourcen in Brauereien. Oh, hier gibt es ganz viel Bier. Aber Ressourcendepot. F. Ressourcen handeln. 4,4. Das ist schon mal ein besserer Preis wie 3,5 vorhin, ne? Aber wir brauchen erstmal die Crew und lassen den hier mal. So, jetzt mal. Das sind wir. Das ist die Corvette. Das sind, ach so, okay, das ist mit dem Durchblättern. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe das letztens noch haben wollen. Das ist ein dicker, fetter Asteroid. Nochmal die Übersicht. Kann ich hier sehen, wie weit die weg sind? Ne, kann ich hier nicht sehen. Schade. Sehe ich aber da unten 20, 28, 54, 17. 17 ist nah. 17 ist nah. Ein tiefer. Das heißt, wir müssen dahin fliegen, um vielleicht da Crew fassen zu können. Gucken wir gerade, ob die auch Crew anbieten. Crew haben die auch im Angebot. Das bedeutet, wir fliegen da mal hin. Da links neben ist das Ressourcendepot. Ist das näher? Nee. So, wenn wir da Crew brauchen, ne? Ach, warte mal. Crew ist gut, ne? Nee, P, nicht I. Okay, das können wir alles einbauen. Das ist ja nicht das Ding, ne? Das Ding ist, dass wir in B rein müssen und gucken müssen, ob wir überhaupt noch was zum Reinbauen haben. Ja, hier ist noch was, oder? Titan R. 2. Ja, zwei Stück können auf jeden Fall noch da rein. Wo ist der Dockpunkt? Da oben. So, andocken, Crew anheuern, das waren Bergmänner. Ich nehme mal vier dazu. Anheuern. Dann gehen wir in den Baumodus. Und setzen mal die beiden damit hin. Das war ja nur sonstige Waffen, ne? Okay, dann fehlen Leute. Ja, können wir aber auch noch holen, ne? Das geht auch noch. Geht denn noch mehr? Okay, das bedeutet, wir müssen nochmal gerade nach Dingens gucken. Ah, Quack. Aus dem Baumodus raus. Und hier rein. Wir brauchen einen Unteroffizier und wir brauchen noch drei Kanoniere, kann das sein? Gehen auch noch rein. Alles gut also. Guck mal, einen Kapitän gibt es ja auch noch, ne? Aber den können wir uns sowieso nicht leisten erstmal. Ja, das bedeutet, wir müssen hier
4 einstellen, glaube, ne? Der ist zu so teuer zum Unterhalt, oder? Kriege ich auch gar nicht, weil wir gar nicht so viel Geld haben. Dann heuern wir die erst an. Ah, ich bin nicht an der Station angedockt. Super, oder? Erneuern. Fertig. Einsetzen. Passt, oder? Ein Platz zusätzlich hätten wir noch. Hier ist auch noch ein Platz zusätzlich, aber da haben wir jetzt nichts, was wir dahin machen sollten, oder? So. Dann haben wir das. Fliege ich mal gerade weg von hier. Ein Stück. Und da sind wir jetzt hier. Wir sind im Bereich. Ach so, das haben wir alles noch nicht entdeckt, ne? Ausrüstungsdock ist da auch noch. Das heißt, ich würde jetzt versuchen auszusteigen und den da mal gerade rüberfliegen zu lassen, oder nicht? Weiß ich nicht. Ne, warte mal, wir könnten. Ne, da kommen wir nicht in einem Sprung hin. Weiß ich noch nicht. Aber ich sehe gerade, die Folge hat auch schon eine gewisse Länge. Ich glaube, wir sollten gucken, dass wir hier unten nochmal hin zu dem Ausrüstungsdock gucken und dann da schauen können, was wir machen. Der Frachtraum an des Schiffes ist voll. Okay, wir müssen uns um 431 noch kümmern. Was hatte der Thomas gesagt? Wenn man da draufklickt, dann springt er da gleich hin. Ja, Koordinaten manuell eingeben, jetzt habe ich viel. Ah, oh, super, das hat gut geklappt jetzt, ne? Ich glaube, das war aber hier der, ne, oder? Der Miner ist das hier. Ja, wir machen das auf jeden Fall in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auch auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.